Kniet nieder. Dies ist der heilige Leib. Luzadelele. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Ah, die Ritter der Plastiktüte. Wunderbar. Lagers. 13? Willkommen, meine Kinder. Blech. Ich bin Osmund Settler, die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer Sie sind. Törichte Schafe, warum verweigert ihr die Gnade? Nun, entsage deinem Leib. Gehorche. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Aber, hä? Nein. Der Plager ist so abgetötet. Nein. Stopp. Nein. Mach mal nicht. Hey, wir waren noch Team. Mein Kind, wehr dich nicht. Ja, die erste Filtertüte schon mal was abgekriegt und die zweite ebenfalls. Wunderbar. Aha. Seht ihr, deshalb habe ich rumgeballert wie so ein Irrer. Jetzt keine Minutieren mehr zu haben. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib. Und befreie dich von Angst. Weiß ich nicht. Wir sind in Kapitel 14. Ihr seht, was, wie sinnvoll es ist, jedes Mal Ashley zu retten, wenn jedes Mal wieder entführt wurde. Das ist halt einfach so, wo du denkst so. Es ist so sinnlos! Oh, da liegt da noch ein Rohdiamant, ein Rohkristall, den können wir natürlich nicht liegen lassen hier. Wir können auch den restlichen Bernstein hier mal wegpopeln, aber. Rohkristall, wunderbar. Und der liegt noch in so einem Stück Guano. Der macht es gleich wertvoller dadurch. Echt. So, mal kicken, ob ich den meucheln kann. Irgendwie, dann kann ich gleich wieder den totalen Alarm auslöse. So, na und Donde ist das. Hi, Motherfucker. So, kühle doch einen kleinen Salazar. Hör ich doch. Da oben. Geht hier so? Ne. Genau, Benny, hast du nicht irgendwas passend, um mich aufzubauen? Komm nicht mit dem Cola-Song, der baut mich nicht auf. Ich brauche Motivation. Irgendwas, was mich total nach vorne bringt jetzt. Mich pusht. Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Schön. Jetzt nicht nur beknackte Irre mit Waffen, sondern noch Verteidigungsanlagen. Wie erwünscht ist die Sanierung der Insel im vollen Gange. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Danke. Jawoll. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans soll das reichen. In jedem Fall bringen sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein Stück näher. Niemand wird unserer Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Krauser.
Und, haben sie gehört? Bei meinem Glück würde mich nicht wundern, wenn jetzt alle an ihr rankommen. Oh, yes, da! So, was haben wir hier noch? Ich habe Schüssel. Meinen Freund einen Limonadenwitz erzählt. Fand er witzig. Ja, ich bin ein bisschen. So, kleiner Schmunzler. Anstandsschmunzler. So, er ist schon wieder ganz aufgeregt. Hör ich den Ganado schon wieder? Aber den nicht, Alter. Okay. Und ein Schafes. So, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich ihn jetzt da mit seinem Helm meucheln kann. Habe ich überhaupt mal was zum Meucheln? Da, ist ja, oh je, sind ja mehrere. Das sind ja mehrere. Ich kann doch niemand fast kaputt machen, ohne es halt raffen. Was haben wir da? Wir haben noch so eine Mini-Granaten. Da haben wir noch eine große Granate, aber die würde mir tatsächlich mal aufheben wollen. Ach Mann, Alter. Sieht zwar erstmal ganz gut aus, er brennt. Du hast da was im Gesicht. Meine Kugel! Das war okay. So, MP. Ah, danke, MP-Munition. Da halt Bock drauf. Goldplättchen. So, dann holt mir hinten noch das Fass. Ey, Befestigungsanlagen. Oh Mann. Möchte das nicht. So, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumheulen, aber das ist halt Befestigungsanlagen irgendwie. Ich hab, dann sollen sie mir Munition nehmen. Irgendwie. Das, ansonsten macht sowas keinen Spaß. Wenn ich die Sturm auf die Bastille mache. Wie heißt der Typ mit den 10 Aus? Wie heißt der Typ mit den 10 Autos? Carsten. Schön, Melli. Schön. Er bringt mich ein bisschen zum Lachen. Ein bisschen zum Lächeln. Ein bisschen. Aber nur so ein klein bisschen. So, Pistolica Munitiona. Oha, das ist aber eine Menge Dog-Tags. Akte zum Fall Operation Javi. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung kamen nur wenige je von diesem Namen gehört. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund? Sie war unmenschlich. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten und nur besonders befähigte Soldaten waren dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonders befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde bis auf den befehlshabenden Offizier Major die gesamte Einheit ausgelöscht. Und nicht durch die Kartelle, sondern die USA. Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestrandete Einheit zu bergen. Einen einzelnen Helikopter hätte ausgereicht. Aber aus irgendeinem Grund reagiert das Militär nicht. Gerüchte zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Eine Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige, junge Menschen, die ihr Leben ihrem Land verschrieben hatten. Ich will diese Verbrechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote 1. Beim Obigen handelt es sich um ein von einem amerikanischen Journalisten namens verfassten Manuskript bezüglich Operation Javier. Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert.
Tja, der wahrscheinlich der Einzige, der überlebt hat, war Jack Krauser. Und deswegen hat er wahrscheinlich so einen Hals, irgendwie. I'm waiting. Warum denn? Wieso? Was haben wir denn jetzt nur damit zu tun, Pansen, Alter? Warum wird. Du bist doch jetzt hier nicht stellvertretend hier irgendwie für die US-Regierung den Hals hinhalten. Warum muss ich denn nicht so viel lesen heute? Phase 1. Abfahrt mit den Zielpersonen vom Campus. Zielpersonen, wie ihr wohnt, bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollten nebst Baker 3 weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Problem mit dem Motor vortäuschen und das Problem stoppen. Fahrzeug, meine ich. Zielpersonen zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielpersonen betäuben und fesseln. Zielpersonen in einem Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihre Netzwerke lahm. Phase 5. Treffen mit Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Ja, das war wohl Ashley. So, jetzt sitzt hier schon für eine Lache von Blut irgendwie. Was soll das schon wieder? Was ist denn die Waffe, die da drin war? Da war da jetzt nicht nur ein Akkuschrauber und zwei Zangen drin. Leute, warum? Das ist nur ein Heilspray. Oder vielleicht ist das doch weißer Lack. Wer weiß das schon? So, hier ist noch ein Fass. Ein Fass. Unfassbar. Oh, rotes Kraut. Ja. Look alive. Was? So, erstmal alles nachladen, was geht. Oh, was haben wir hier? Natürlich, das ist ein leerer Karton. Ein leerer Koffer. Warum tust du dir nicht was Gutes? Dann stehst du hier so dussel rum, Alter. Willkommen. Dann steht er hier. Die feinste Ware. Ah, Goldblättchen. Rohkristall. Im Grab bringt dir dein ein hervorragender. Ich denke mal, den seltsamen Quader können wir auch verkaufen. Besten Dank. Ah, so, okay, Tune. Tun wir mal etwas. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, ich schlonze. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Achso, warte mal, haben wir denn schon eigentlich? Moment mal. Kann ich schon kommen? Jederzeit willkommen. Wir haben doch hier alle Medaillons abgeschossen. Ich kaufe fast alles. Das haben wir doch geschafft, oder? Warum sagt ihr jetzt hier nichts? Warum kriegen wir jetzt unser. Wer meine Spinels? Was ist das für eine Scheiße? Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Na dann, stirb mir da draußen nicht. Hä? Hätten wir die bei ihm abgeben müssen? Also nicht bei dem Händler jetzt, also, sondern dem. Da hinten? Oh, warte. Stopp. Folgt davon noch ein Stück Ziel. Im Grab bringt dir dein ein hervorragender Deal. Komm jederzeit wieder. Come back anytime. Gut, Traber. Ich wanke hier gerade von einer Stressszene in die nächste irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob ich da auf die jetzt noch Bock habe, ehrlich gesagt. Oh, nee. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst,
Bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser. Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten Ihre Männer das gewollt? Rache. Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hufe, Rookie! Ich freu mich! So. Dann wollen wir für die Schlonzer ein bisschen Munition machen. 12 Schuss. Hab ja keine andere Wahl. Kannst du die Baby verstecken? Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Nies. Wo bleibt dein Instinkt? Du bist langsam und ein gottverdammter Schwächling. Chill mal, Kumpel. Chill mal. Ah, Penner. Ja, nein. Mann, Alter. Geh jetzt auf! So, der Typ ist halt echt mega nervig, weil du den über mehrere Ebenen bekämpfen musst, irgendwie nur mit einem Messer irgendwie. Und du kannst ihn dir tatsächlich nur eigentlich mit einer Schnellfeuerwaffe oder mit einer Magnum wirklich vom Hals halten irgendwie. Ich habe hier ein Stiefelmesser und noch ein bisschen Kampfmesser kaputt am Arsch. Alter, dreh dich doch mal um. Mann! Hat man ihn noch geschwächt, jetzt hat er sich zur nächsten Station verpisst. Und schon wieder fast tot, es ist ein Traum.
Wunderbar. Ach Gott, nee, ey. Weißt du noch, der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Schlampe! So eine Rambo-Nummer, verstehst du? Noch mit so einem ollen Bogen, ey, glaub ich, Spinner, ey. Darf nicht wahr sein. Oh, shit, Alter. Die hat er ja gerade gar nicht gesehen. Waren jetzt eine Bärenfalle, na klar. Ah, Leute, ey. Ich das Schlimme, er rennt nicht drin. Immer nur ich. Taktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. So, nun. Geht doch nichts über die Jahre. Noch am Leben, hä? Pures Glück! So, grüne Kraut, Quatsch, rote Kraut. Habe ich überhaupt noch? Nein. Nein. Oder nicht? Kann ich irgendwas machen? Nee. Das Schlimme kommt ja bei dem Typen noch. Er ist ja auch ein Mutant. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Der Tod holt die Feiglinge genau wie die Leichtsinnigen. Okay. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Bring dich noch ins Grab! Oh shit. Ach Gott. Jetzt gilt es, Soldat! Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind der beste Weg, die alten zu vergessen. Du bist verfeind! Erbärmlich! Du bist kaum eine Herausforderung!
ich mich jetzt ausweichen immer so spät hinkriege. Oder ja nicht. Drücke mal G. Warum G? Wieso? Das gleiche gewesen sein. Ich habe auch keine Heilung mehr. Nichts mehr. Oh. Messer am Arsch. Ah. Ich das als Kompliment. Du und ich haben verschiedene Wege gewählt. Jetzt müssen wir es nur noch auf die gute alte Art beenden. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Sind wir fertig, Krauser? Wie oft hab ich dir gesagt? Jetzt geht dann die Party erst richtig ab. Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied. Ich hab kein Leben mehr, ich hab keine Energie mehr, Alter. Okay. Zeit für deine Abschlussprüfung. Das ist die Macht. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Ich bin so am Arsch. So. Flinte geht nicht. Kacke. Nischt. Pistole könnte ich noch herstellen, aber da habe ich tatsächlich noch genug. Also vor allem bin ich mal gespannt, wie die Checkpoints gesetzt sind. Na und? Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Alter! Das ist er. Also, ich weiß ja nicht. Ja, wieso wird jetzt bitte. Das kannst du ja vergessen. Ich möchte jetzt nicht zu pessimistisch daherkommen, aber ich glaube, der Drops ist gelutscht. Was ist das? Nein.